Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Spyro The Eternal Knight. Seid willkommen zu eurem schlimmsten Albtraum. Denn jetzt werden wir den Berg Malefor betreten. Wow, hab zu viel getrunken. Nein, Spaß, ich bin nicht betrunken, ich bin nüchtern. Aber das war ein Fail. Alles okay, auf ein neues. Ist ja schön, wenn alles okay ist. Spyro hat, wie es aussieht, nichts dagegen, dass dies sein schlimmster Albtraum wird. Ich auch nicht. Ah, Elektrizität möchte ich noch durchkriegen. Und wie ihr gesehen habt, ist hier auch schon wieder ein weiterer Federkiel. Jo. Für diejenigen, die meine Silent Hill Let's Plays nicht verfolgen. Mein Silent Hill 2 Let's Play, mein einziges. Ja, ich habe lange nicht aufgenommen, war wie gesagt weg und habe dann auch nicht direkt wieder mit dem Aufnehmen angefangen. Ich glaube, die soll man eigentlich in Ruhe lassen. Naja, egal. Niemand verprügelt mich und schon gar kein Ast. Aber hier ist ein Federkiel. Hier ist auch einer. Hui. Ja, so soll es sein. Und damit haben wir 31 von 40. Stehen somit auch nicht großartig besser als vorher da. Also dann. Spyro klingt auch schon so. Also dann. Naja. Aber hey, wir haben einen Federkiel, auch wenn wir bereits zweimal gestorben sind. Und ich es nach wie vor nicht geschissen kriege, mir meinen Timer hinzustellen. Also hinzustellen schon, aber ihn dann nicht anzumachen. Bist du gegen Luft geknallt? Naja, mich persönlich stört dieser Schnee gerade sehr stark. Ja, ich hab's begriffen, die soll man in Ruhe lassen. Die können wir da drüben immer noch verprügeln. Okay, man soll sie hier immer noch in Ruhe lassen. Und jetzt eine Kamerafahrt. Nicht. Hätte ich jetzt irgendwie gedacht. Aha! 32. Wir kommen voran. Dafür muss es jetzt laden. Naja, hier ist immerhin nicht so viel Schnee. Nun denn. Es kommt mir so vor, als wären wir bereits erwartet. Ach Mann, die lassen ja nicht mal die Zeit zu reagieren. Bin ich etwa langsam geworden? Muss ich das jetzt verstehen? Ein Laser. Doch das wird uns nicht aufhalten. Aua! Aua! Aua!
Na, warte! Aua! Haha, jetzt sagst du nichts mehr. Nicht, dass er was gesagt hätte. Die hauen immer nur vor mir ab. Was ist das? Der kurze Weg und wir sollen den langen gehen? Sieht aus wie so ein Thronsaal. Okay, wir haben hier eine Grube, einen Weg, den wir nicht öffnen können, beziehungsweise den, der irgendwie nicht so ganz wie ein Weg zu sein scheint, da ein Weg für gewöhnlich begehbar ist, beziehungsweise wohin führt, dieser tut es jedoch nicht. Weshalb er wieder kein Weg ist, was selbsterklärend ist. Und diese Speicherung hätte ich jetzt ignorieren können. Beziehungsweise ich hätte auf sie verzichten können. Weil da eh kein Part draus wird. Da klingt aber wer aggressiv. Gen. Spack nicht rum. Mad Beat. War der schwer, Leute? Nein, aber alleine sind sie auch nie schwer. Als hätte ich es geahnt, dass jetzt noch welche kommen, ne? Cat Voyager. Voyager. Bon Voyage. Ganz ehrlich, mir fällt zu den Jungs nichts ein. Gib mir Leben! Junge, ich brauche es! Ich hab keins. Doch, hab ich, aber. Das hat ja ganz doll funktioniert. Hört auf, euch dauernd zu teleporten. Das ist gemein. Ich sollte mir mehr Mühe geben. Ich habe genug Kraft, um weiterzumachen. Freut mich zu hören. Ich auch. Kraft schon, Nerven nein. Ach, wenn man doch schon den schwarzen Modus von Spyro hätte, den man am Ende freischalten kann. Habe ich euch gespoilert? Ich meine natürlich, den man freischalten kann, wenn man diese komischen... Also wenn man das Spiel durch hat, dann gibt es da 4 Arenen halt, ne? Und wenn man alle geschafft hat, dann kann man im Spiel jederzeit in den schwarzen Modus von Spyro wechseln, der übermächtig ist. Und dass ich mir den wünsche, ist selbstverständlich, weil damit sind all diese Gegner hier kein Problem. Kevin Ember. Aha. Wenn er sich noch einmal wegteleportiert, dann bekommt er so einen auf die Fresse, dass er nicht mehr heißt, dass er Wild Tracker heißt.
Nun, die Frage ist, möchte man sich daran erinnern? Ich denke nicht. Oder war der das gar nicht? Nein, Chill Cursor. Die Sau, die... Vielleicht war es ja doch und die können das... Ja, die können das ja alle. Bis auf die ganz Kleinen. Aber die sind eh hoffnungslos unterlegen. Die sind egal. Ich mochte den Elektroatem in New Beginning lieber. Aber auch hier ist er schön. Nur in Dawn of the Dragon ist er doof. Da hilft er nur für Teamwork, weil man die Gegner damit lähmen kann. Fernangriff, ja, das kann ich auch. Meine Fresse. Immer diese Leute mit ihren Fernangriffen. Können die keinen Nahkampf, ey? Die Tür ist keine Tür. Nur eine Wand, die so aussieht, als könnte sie eine Tür sein. Om, om. Warum ist der hier oben? Egal. Gehen wir einfach stur weiter. Ist immer noch keine Tür? Nein. Und das bleibt auch so. Die Kristalle ragen hier einfach aus der Wand. Toll, wie das jetzt hatte noch nachladen müssen. Ja, dieser Speicherpunkt dagegen war sehr gelegen. Jetzt kann ich nämlich ziemlich gut einen Cut machen. Deswegen sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Spyro The Eternal Knight. Bams! Ja. Bis dann. Tschüss.